merke richtig, dass es sozusagen mich angreift, weil es natürlich die Perspektive sehr schwer macht einzuschätzen. Ich persönlich hoffe einfach ganz mal auf die Impfung. Da geht es ja nur darum, auch den Horizont bei den Menschen zu erweitern, die im Endeffekt über unsere Existenzen entscheiden. Da bin ich ein bisschen bei Dirk. Ich würde uns gerne wichtiger machen in der Politik. Und uns bewusst sein, wie viel Wert, wie viel Mehrwert wir eigentlich der Gesellschaft geben mit dem, was wir tun, mit unserer Leidenschaft. Die Liebe, die wir reinstecken, geht bei der jungen Generation ziemlich verloren. Herzlich willkommen zu Unified Filmmakers Talk. Ich begrüße rechts oben im Bild den Produzenten und Gründer von Redpack, Christian Becker, unter anderem bekannt für Blockbuster wie Die Welle oder Fuck You Goethe. Hallo! In der unteren Bildmitte begrüße ich Christian Pfeil, Kinoinhaber und Disponent. Du kämpfst seit 15 Jahren für das Kino Leben statt Sterben, führst alte Kinos weiter und baust neue Programmkinos, zum Beispiel das Monopol München und Metropolkino in Gera. Und in Jena bin ich natürlich auch, aber aktuell bin ich in Gera. Daneben sitzt Thorsten Frese, der Geschäftsführer von Neue Vision Filmverleih, spezialisiert auf Arthouse und französische Komödien wie Monsieur Claude und seine Töchter. Herzliches Willkommen. Hallo Yvonne. Links außen sitzt Dirk Wühler, Präsident des Discjockey-Verbandes und Gründer von Alarmstufe Rot, das Bündnis der einflussreichsten Initiativen und Verbände der Veranstaltungswirtschaft. Und du bist zwar kein Filmschaffender, aber ein ausgesprochener Filmfan. Ich bin der User, also der User, der Filme ansieht. Nicht welche macht, sondern ich bin der, der sie ansieht. Und zu guter Letzt, rechts neben mir begrüße ich die einzige Frau in der Runde, dafür mit doppelter Durchschlagkraft, Denise Kulig, Geschäftsführerin des KomaCon Off- und Online-Netzwerkes plus Magazin, die Kreativwirtschaft bündeln will. Und du bist auch Gründerin der Initiative Kultur stirbt. Ja, hallo, erstmal auch von mir und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ich freue mich, dass wir hier eine so vielschichtige Runde haben. Meine erste Frage geht gleich an Christian Becker. Du hast ja während des ersten Lockdowns Blood Red Sky in Prag gedreht. Wie ist es euch denn da ergangen? Es kam ja langsam, im Februar, März merkte man, dass es immer enger wird. Und wir waren zu dem Zeitpunkt in Prag am Drehen nicht nur den Blood Red Sky für Netflix, sondern parallel auch Huibu, das Schlossgespenst, die Fortsetzung Huibu und das Hexenschloss. Und Prag hatte schon sehr früh, eigentlich viel, viel früher als Deutschland, schon 3-4 Wochen einen Lockdown, sodass man auf der Straße Mundschutz tragen musste, dass die Geschäfte für Senioren exklusiv vormittags geöffnet waren, dass nur noch Takeaway-Restaurants waren und so. Und die hatten ziemlich gut im Griff. Irgendwann hat Prag dann zugemacht und da kam dann das Problem, dass das Team Panik bekam. Mhm. Wir haben noch versucht, 3 Wochen weiter zu drehen, hatten schon sehr früh Sicherheitskonzepte, die jetzt selbstverständlich sind mit Abstand, Hände waschen, Masken, verschiedene Personengruppen, die sich nicht nähern, aber haben gemerkt, das Land wurde gesperrt. Die deutschen Mitarbeiter bekamen Panik, dass sie nicht mehr nach Hause konnten. Wir haben keine Schauspieler mehr ins Land bekommen und haben dann im März abgebrochen. Wir haben dann gewartet und dann im Juni, Juli die Produktion beenden können. Also das Schlimmste war eigentlich die psychische Belastung für die Mitarbeiter, weil es alles so unklar war. Und da haben wir gemerkt, dass man sich jetzt in dem Team, weil es ist ja so eine Blase, da ansteckt, weil die sind eigentlich nur morgens zum Drehort gefahren, nachts zurück, sind nicht essen gegangen, sind nicht in die Stadt gegangen. Da war eigentlich so das größte Problem. Mhm. Aber wir haben alles gut beendet, zum Glück. Mhm. Okay, und dann jetzt sozusagen Next Step. Dann habt ihr ja eigentlich mit dem zweiten Teil von Jim Knopf und die Wilde 13, trotz Corona-Auflagen am Anfang Oktober einen ganz schön tollen Start hingelegt. Wir hatten lange überlegt, ob wir den Film starten und haben dann aber gemerkt, alle Amerikaner ziehen ihre Filme weg. Es gibt im Moment ein regelrechtes Kinosterben, weil die ganzen Leute gehen nicht mehr ins Kino. Es gibt auch kein Produkt, was die Leute wirklich ins Kino zieht. Und deswegen hatten wir mit Willi Geik und der Warner uns entschlossen, wir müssen den Film jetzt im Oktober bringen, damit die Leute einen Anreiz haben, die Familie einen Anreiz haben, gemeinsam ins Kino zu gehen. Und wenn man sich damit mal beschäftigt hat, so wie man jetzt da sitzt, Kino ist echt sicher. Oder es war sicher. Jetzt sind die Kinos ja gesperrt. Wir hatten in den ersten 3 Wochen 700.000 Zuschauer. Wir hätten bis Ende des Jahres
sicherlich annähernd ein ähnliches Ergebnis gehabt im Long Run wie beim ersten Teil. Aber jetzt ist der Film halt zum zweiten Mal gestoppt mit den neuen Auflagen. Da müssen wir jetzt gucken, wie es ab Januar weitergeht. Wir hätten auch einen Kinostart gehabt zu Weihnachten. Laura's Stern, eine Realverfilmung, auch für Kinder, auch für die ganze Familie, den wir bewusst Weihnachten bringen wollten, um mal einen schönen Film für Kinder zu bringen in dieser Zeit. Aber auch das ist nicht möglich, den müssen wir jetzt ein Jahr verschieben. Ah, zur Verzögerung von Kinostarts und der Situation des Kinos kann Christian Feil sicher auch was sagen. Warum bist du eigentlich in Gera? Das wollte ich auch noch fragen. Interessanterweise habe ich im März alle meine Kinos an dem Tag geschlossen, als ich 15 Jahre vorher mein erstes Kino eröffnet hatte. Das hat sich in der ersten Zeit nur total seltsam angefühlt, weil ich meistens in den Kinos auch gearbeitet habe. Und früher bin ich immer dann irgendwann in der Woche nach Hause gegangen und dann ging der Betrieb los. Ich habe schon die ersten Gäste gesehen und jetzt habe ich aber dann immer das Kino abgeschlossen, wenn ich eigentlich aufgemacht habe. Dann haben wir irgendwann angefangen, auch mit allen möglichen Übersprungshandlungen. Wir haben ein Autokino gemacht. Wir haben, das war alles sehr kostenintensiv und hat am Ende überhaupt kein Geld gebracht. Also es hat genauso viel gebracht, wie es gekostet hat. Wir haben uns damit dann aber irgendwie auch mal so ein bisschen beschäftigt. Es war auch mal interessant, so eine quasi Großveranstaltung zu planen. Das haben wir ja sonst nicht, weil wer meine Kinos kennt, mein größter Saal hat 160 Plätze. Dann haben wir uns gedacht, okay, wir machen wieder auf, wenn es jetzt wieder erlaubt ist, aber mit diesen Auflagen, gerade eben in Bayern und in Thüringen mit 1,50 Meter Abstand, sind wir natürlich weit weg davon, in irgendeiner Form rentabel zu arbeiten. Aber das ist nun mal Kulturauftrag. Also wir machen jetzt auf, um einfach auch zu signalisieren, wir sind wieder da und bei uns kann man ein sicheres Kulturerlebnis haben. Da würde ich gern weitergeben an Thorsten Frese. Du hast ja als Kinoverleiher aus Leidenschaft 2 Lockdowns in Abstand von wenigen Monaten erlebt. Ihr hattet nach dem ersten Lockdown ja Filme wie Die perfekte Kandidatin und Eine Frau mit berauschenden Talenten mit Isabelle Huppert am Start. Wie seid ihr denn jetzt durch diese Krise gekommen? Also bei uns kam sie relativ schnell an, weil den Film Die perfekte Kandidatin hatten wir 2 Tage im Kino und dann kam der erste Lockdown. Den haben wir dann danach, als die Kinos geöffnet haben, natürlich nochmal eingesetzt, aber bei Weitem nicht mehr, sagen wir mal, die Kampagne hatte nicht mehr so viel Kraft wie zum eigentlichen Kinostart. Wir haben dann, weil wir es auch als unsere Aufgabe gesehen haben, Filme in diesem Sommer gestartet oder im Herbst, damit die Kinos auch was zu spielen haben. Und aus der anderen Sicht ist es natürlich auch so, dass die Filme auch nicht jünger werden. Man kann jetzt auch nicht einen Film 3 Jahre lang liegen lassen und sagen, wenn das alles vorbei ist, man glaubt, das ist keine gute Idee. Wir haben versucht, die Zeit zu nutzen, unsere Kampagnen besser auszuarbeiten. Also wir sind nicht in Kurzarbeit gegangen, wir haben die Kampagne soweit noch verbessert und erweitert. Was man ja auch zum Beispiel jetzt an dem Erfolg von Eine Frau mit berauschenden Talenten gesehen hat oder an Ökonomia zum Beispiel, der nach 2 Wochen als Dokumentarfilm schon fast 25.000 Besucher hat. Berauschende Frau hat fast 150.000 Besucher. Das sind ja schon bei der Kapazität in Kinos schon richtige Zahlen auch. Und insofern glaube ich auch, dass wir da einen guten Weg gegangen sind. Und ansonsten in der ersten Zeit alles, also wir haben 8 Monate Buchhaltung aufgeholt, wir haben sehr viele Anträge abgearbeitet, wir haben alles Mögliche gemacht, was sozusagen, wo man sonst nicht ganz zu kommt. Insofern war der erste Lockdown ganz in Ordnung. Der zweite ist das größere Problem, weil das einfach nagt am Kopf. Das ist ein bisschen wie Kopfkrebs, weil das halt natürlich in Frage stellt, was man eigentlich macht. Und ich persönlich zum Beispiel nicht gedacht hätte, dass, sagen wir, die Stellung des Kinos so schlecht ist, dass Kino wieder als eines der ersten geschlossen wird. Ich hatte wirklich gedacht, dass mit diesem Beweis, dass Kino faktisch keine Infektion ausgelöst hat, mit dem Status, den das Kino sich erarbeitet hat, auch in der Zeit. Und es hat ja lange gedauert, bis die Leute wieder Vertrauen hatten. Es ist ja erst im Oktober, im September, wie das sie wirklich richtig kam. Also das, was Christian erzählt, dass es ausverkauft ist, war ja noch nicht Anfang Juli gleich so, sondern es war eher zum Schluss. Und ich war wirklich enttäuscht, dass es jetzt auf einmal wieder zu ist und dass das so, und das nagt jetzt wirklich auch bei mir. Ich merke richtig, dass es sozusagen mich angreift, weil es natürlich eine Perspektive sehr schwer macht einzuschätzen. Ich persönlich hoffe einfach ganz mal auf die Impfung. Ich hoffe, dass es schnell geht und dass ein Großteil der Bevölkerung das machen will und dass wir vielleicht dadurch zu einer Art von Normalität kommen.
und was denn wieder auch eine Art Normalität fürs Kino wird. Wir haben natürlich auch jetzt wieder Filme verschieben müssen. Also wir hatten ja 2 Filme im Dezember geplant, einen im Januar. Und wir haben die jetzt halt verschoben, wie man es so macht. Wir sind mit keinem Projekt, haben wir das Kino übersprungen. Du kennst dich ja vor allem auch mit dem französischen Kino aus. Wie beurteilst du denn die Maßnahmen der deutschen Regierung im Vergleich zu denen der französischen Regierung? Was die Förderung betrifft, ist es so, dass wir da uns, ich würde am liebsten das ganze französische System übernehmen, schon immer. Ja, also die wie die ihre Weltvertrieb unterstützen, wie viel Unifranc zum Beispiel für französische Filme tut, wie die im Land französisches Kino unterstützen und auch sehr erfolgreich. Ich meine, Frankreich ist das Land, was immer mindestens doppelt so viel höheren Anteil an eigenen Produktionen, an den Zuschauerzahlen ja auch hat als Deutschland. Die bewegen sich ja immer eher bei zwischen 40% und 50%, wo die Franzosen gehen ja auch gerne in französische Filme. Und es wird natürlich durch diesen Staat auch begleitet. Da kann man einfach nur neidisch sein. Das sehe ich in der Bedeutung, habe ich es hier noch nie gesehen. Und ich habe mir das französische Förderprogramm, also das Maßnahmeprogramm zum Lockdown auch angeguckt. Ja, und da ist man natürlich ein bisschen neidisch. Klar. Wir müssen uns ja nicht Sorgen machen, dass es Kino nicht mehr geben würde. Worüber wir uns Sorgen machen müssen, ist, ob das Kino als Kulturwirtschaftsort weiter existieren wird. Und das ist natürlich eine offene Geschichte. Also es kann schon sein, dass es diesen Weg zur Musealisierung gibt, dass wir nachher von irgendwelchen Kinematheken reden, aber nicht mehr von der Art von Kino, wie wir es eigentlich kennen. Ich fände es sehr schade, würde auch mich überflüssig machen, by the way. Und da muss man danach fragen, ob sozusagen das Kino an oder mit Corona gestorben ist. Also ist das, was wir jetzt gerade erleben, nur einen temporären Einfluss, der uns die Arbeit schwer macht und wir werden es überleben, unbeschadet? Ist es ein Katalysator einer Entwicklung, die vorher schon war? Oder ist es nachher der Sargnagel? Und ich bin je nach Stimmung zwischen einem von den 3 Varianten. Ich wünsche mir natürlich die Variante 1. Aber wir müssen realistisch sein. Es gibt einige Probleme, die so nachhaltig sind und die auch uns in Zukunft in unserer Arbeit sehr beschädigen werden, die nicht einfach weggehen werden, nur weil die Impfung da ist oder weil die Leute wieder normal ohne Restriktion weggehen können. Und da ist in diesem Markt sehr viel beschädigt worden, natürlich vor allen Dingen auch durch das Verhalten der Amerikaner. Und da muss man wirklich, sagen wir mal, Scherben sammeln und sortieren. Und wir werden wahrscheinlich in einem Jahr wissen, welche Auswirkungen das wirklich auf uns hatte. Und welche neuen Wege es geben kann, da basteln wir auch. Ich kann nur sagen, dass sozusagen der oft beschworene Weg der digitalen Auswertung, auch der gleichzeitigen Auswertung, das sehe ich weiterhin sehr problematisch. Ich glaube, dass da auch viel, sagen wir mal, Propaganda im Spiel ist. Also es ist, wenn wir sehen, wer damit veröffentlicht hat, welche Zahlen er damit hatte oder sie oder nicht hatten, da ist auch viel Fake dabei und viele wollen sich da halt profilieren. Also gerade einige Festivals, die erzählen, wie gut die Zahlen gewesen sind, weiß man danach, dass es das einfach nicht ist. Die wollen halt alle gut dastehen und auf modern dastehen. Und wir haben uns zum Beispiel bei der Entscheidung, die perfekte Kandidatin, haben wir uns vom englischen Verleih die Zahlen besorgt, wie der Film dort gelaufen ist, als sogenanntes Prime VOD. Und das war für uns eine ganz klare Antwort zu sagen, den Weg gehen wir definitiv nicht. Also wir werden wegen ein paar tausend Views nicht diesen Film jetzt verschleudern. Und das war zum Beispiel eine sehr gute Entscheidung, dass wir ins Kino gegangen sind. Wir haben das Problem, dass in der jetzigen panischen Phase, und Panik ist immer ein schlechter Begleiter, viel zu viele Leute nicht faktenbasiert diskutieren. Und viel zu viele Leute, auch im Filmgeschäft, eben sich nicht die Zahlen richtig angucken. Christian Becker wollte da nochmal einhaken. Nein, ich wollte nur einhaken, was Thorsten gesagt hatte. Das Selbstverständnis für Kultur, merken wir ja, ist in Deutschland gar nicht so groß wie in Frankreich, gerade auch in Bezug auf Kino. Und wir haben es jetzt in diesen ganzen Lockdown-Zeiten nicht geschafft, einen einzigen Spot zu bringen, dass Kino sicher ist, dass man ins Kino gehen soll. Es gab 100.000 Initiativen. Es gab schon irgendwie im März, April habe ich erste Entwürfe gesehen. Haben wir alles nicht geschafft rauszubringen. Da wird alles tot diskutiert. Es gab in Frankreich wahnsinnig schnell diese ersten Spots. Das Kino ist wieder da. Wir haben nicht mal jetzt einen Spot hinbekommen in Deutschland. Das Kino gibt es jetzt oder das Kino macht wieder auf oder geht ins Kino und es kommt nichts bei raus. Und darunter leiden wir jetzt alle. Die Kinoverleiher, die Produzenten, die Kinobesitzer und am Ende auch das Publikum. Wie können denn die Kultur- und Filmschaffenden sich jetzt vernetzen, um mehr Schlagkraft zu haben und jetzt auch etwas zu bewegen?
Da würde ich gerne weitergeben an Dirk Wöhler. Ihr habt mit Alarmstufe Rot ja die Novemberhilfe zugänglich gemacht. Die Veranstaltungsbranche ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands mit 130 Milliarden Euro Umsatz und über 1 Million Beschäftigten. Bei eurer ersten Protestaktion Night of Lights waren über 40.000 Mitwirkende aus über 8.000 Unternehmen am Start. Und es gab landesweite regelmäßige Demos mit namhaften Bands und Prominenten. Es gab sogar von den Ärzten eine Eröffnung der Tagesschau mit einem Live-Punk-Intro. Also ihr habt echt auch einen direkten Dialog mit der Politik zusätzlich noch erwirkt. Die Veranstaltungsbranche wird also bemerkt. Also vernetzen ist natürlich immer gut. Das Problem ist einfach, dass wir eigentlich nie Lobbyarbeit gemacht haben. Ich glaube, ihr ähnlich wie wir, also ich glaube, wir gehören alle zum Kultur- und Veranstaltungsbereich. Wir haben das nie gemacht, wir haben einfach unseren Job gemacht. Wir brauchten nicht irgendwie Kohle, weil wir weniger Autos abgesetzt haben, sondern wir haben einfach unseren Job gemacht. Wir sind die Leute, ich meine, ein Film ist gut, wenn man den Kameramann nicht sieht und wenn man den Beleuchter nicht sieht und wenn man die ganzen Komparsen, sag ich mal, ihren Job machen, aber alle, die hinter den Kulissen sind, die oftmals Solo-Selbstständige sind in eurer oder in unserer Branche, wenn man die nicht sieht und die machen ihren Job und die einfach jetzt hinten runterfallen und Solo-Selbstständige, tja, dann irgendwie da Grundsicherung getrieben werden. Bei mir letztendlich ähnlich. Ich habe eine Eventagentur, ich habe 4 festangestellte Mitarbeiter, habe 2 Auszubildende. Meine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, ja. Das heißt für mich aber, dass ich wesentlich mehr Arbeit habe, weil ich natürlich hier den Betrieb irgendwie am Laufen halten muss. Und die Auszubildenden natürlich auch ausbilden möchte. Ich habe dies ja auch einen Veranstaltungskaufmann eingestellt für mich, weil ich halt auch Rahmenverträge habe, weil auch wenn bei uns alles steht, ringsrum, die Welt dreht sich ja weiter. Das heißt, Rahmenverträge, die man hat und so weiter, die laufen ja irgendwann aus, vielleicht sogar. Dass ich mal irgendwann eine Demo anmelde, die am 1. Juli war die erste Autodemo, weil damals waren ja schon Abstände wichtig und mir war halt ganz, ganz wichtig, wenn jemand professionell eine Veranstaltung durchführen kann, wenn jemand professionell Menschen in Theater, in Operettenhäusern und auch in Kinos bringen kann. Thorsten hat es vorhin gerade gesagt, dass da keine Infektionen mehr rausgehen. Dann sind wir das. Wir wissen, wie es geht. Also wir sind die bestausgebildete Branche der Welt. Wir haben Veranstaltungskaufleute, Veranstaltungstechniker, Veranstaltungsmeister, die weltweit irgendwo auf Messen fliegen, weil das ist made in Germany. Und das muss man wirklich auch mal so sehen. Und das, ja, wir haben halt nur keine Lobby. So, und die Politik muss man wirklich aufklären, was da wieder wo funktioniert. Und bei mir als Unternehmer, wie gesagt, Mitarbeiter in Kurzarbeit, für die Betriebskosten kann ich beantragen. Ja, klar, dass ich da Unterstützung bekomme. Ich habe seit Anfang des Jahres irgendwie 17.000 Euro bekommen. Das ist also für ein Unternehmen, was ich 1.500 Quadratmeter Fläche hat mit Halle und Büro, was dazugehört, ist das ein Tropfen auf einen ganz heißen Stein. Das heißt, ich werde unverschuldet, bin da reingekommen, werde halt mit Schulden aus dieser Pandemie rausgehen. Ich selber als Unternehmer habe halt die Perspektive, Grundsicherung zu beantragen. Und wenn du jetzt auf die Novemberhilfen ansprichst, die Novemberhilfen waren im Ursprung so, dass wir ja oftmals indirekte betroffen sind. Das heißt, betroffen ist die Gastronomie, ist das Kino, um mal da bei dem Beispiel zu bleiben. Wenn ich jetzt ich lebe in Braunschweig, wir haben in Braunschweig hier das Astor Filmtheater und wenn ich jetzt direkt fürs Astor arbeiten würde als Eventdienstleister, dann würde ich entschädigt werden, so war es ursprünglich. Da ich aber oftmals nicht für die Gastronomie oder für das Filmtheater arbeite, sondern für denjenigen, der dort drin feiert oder aber auch eine Veranstaltung mache für ein Unternehmen wie Volkswagen, was gar nicht vom Lockdown betroffen ist. Und damit, ich im Endeffekt müsste 80% Umsatz mit dem machen, so sind die Regelungen. VW ist aber gar nicht vom Lockdown betroffen, machen aber trotzdem keine Weihnachtsfeier und kein Betriebsfest. Und damit würde ich nicht entschädigt werden. Dazu würde ich auch gerne Denise Kulig um ein Statement bitten. Das KumaCon-Netzwerk hat ja ursprünglich auch ein Festival geplant, ne? Und jetzt ruft ihr den Kultur-Lockdown aus. Was hat es damit auf sich? Wir haben uns gegründet und wollten tatsächlich Anfang kommenden Jahres das erste Kultur- und Kreativschaffende Messefestival auf die Beine stellen. Haben auch dazu schon Partner an Land gezogen, die halt das Ganze mit uns aufbauen. Station Berlin war schon involviert als Location. Und dann kam der März, dann kam der Lockdown. Und dahingehend standen wir dann erstmal vor der Frage, was machen wir jetzt? Weil für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass die gesamte Kultur- und Kreativwirtschaft enger zusammenrückt. Ja, wir haben hier die einzelnen Teilbereiche, ne? Ihr kennt es alle. Jeder ist so ein bisschen für sich, jeder rührt so ein bisschen so seine Suppe. Aber wir glauben einfach daran, dass es echt wichtig ist, dass wir uns alle zusammentun, weil einer allein kann nichts reißen.
Aber wir alle können ganz schön viel bewegen. Wir haben kreative Ideen, wir haben tolle Lösungsansätze, gerade jetzt auch in der Pandemie. Wir denken um, ja, wir vergraben uns nicht irgendwo tief in der Erde und sagen, oh Gott, wir warten jetzt erstmal ab, was passiert, sondern wir gehen raus, wir denken nochmal um, wir denken neu. Und was wir halt dieses Jahr tatsächlich gemacht haben, wir haben unser gesamtes Geschäftsmodell einmal komplett umgedreht, haben gesagt, Festival ist dieses Jahr nicht, schade, können wir jetzt erstmal nicht aufbauen, müssen wir auf 2022, sage ich jetzt mal, verschieben, positiv gedacht, und haben gesagt, wir brauchen trotzdem aber die Kreativen und die Kulturschaffenden und haben gesagt, dann machen wir jetzt das, was alle brauchen, das, was wichtig ist, wir machen den Austausch, wir fördern die Kommunikation untereinander, wir vernetzen aktiv untereinander die einzelnen Teilbereiche, wir informieren auf unserer Webseite, wir haben ein Magazin halt mit redaktionellen Beiträgen, wir haben unser Podcast-Format, was ja einfach mal auch nach oben geschnellt ist, was die Zuhörerzahl anbelangt, hätten wir auch so jetzt gar nicht erwartet, und zeigen halt wirklich die Kreativschaffenden. Was wollt ihr denn mit Kultur stirbt direkt erreichen? Wir wollen tatsächlich alle dazu bewegen. Das heißt, alle Teilbereiche zusammentrommeln und gehen jetzt halt damit auch gerade an die Sender ran, dass wir halt nach außen zeigen, wie groß eigentlich unsere Branche ist und wie prekär eigentlich unsere Lage ist. Und das, was auch schon gesagt wurde, dass wir einfach das zeigen, ja, dass die Kinos umstrukturiert haben, dass die Museen sicher sind, dass man dahin kann, dass es auch Veranstaltungen in unseren Formaten hier weiterhin geben kann, bestehen kann, gemacht werden können. Das Problem ist, die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft ist halt noch nicht da. Das wollen wir halt jetzt auch damit auslösen, weil ja, von Seiten der Politik, seien wir mal ehrlich, in den Medien kommt eigentlich immer nur, wir haben Förderprogramme und sage ich jetzt mal, der normale, der da vom Fernseher sitzt und sich das anhört, Mensch, dem wird doch allen geholfen, warum meckern die denn? Und okay, es gibt bei uns halt immer nur Einzelne, die meckern, sage ich mal, die sich zu Wort melden. Und mit Kultur stirbt wollen wir halt jetzt als Kampagne fahren, dass wir uns alle gemeinsam zu Wort melden. Da möchte ich gerne in die Runde fragen, wie kommt es, dass sich gerade Filmschaffende, also publikumsaffine Kreative, aktuell nicht wirklich zusammenschließen? Ich glaube, wir sind alles kreative Menschen, die alle einfach ihren Job gemacht haben. Es war nicht notwendig. Wir haben nie irgendwelche, Gewerkschaften gebraucht, um irgendwas zu machen. Das wäre heute sehr hilfreich. Da sollte man draus lernen. Man sollte sich da vielleicht auch mal zusammensetzen und wirklich mal so einen runden Tisch machen mit vielen aus der Branche. Denn am Ende des Tages sitzen wir alle in einem Boot. Egal, ob man jetzt ein Theater betreibt, ob man Kino betreibt, ob man Filme macht, oder ob man so wie ich Events plant. Wir sitzen alle in einem Boot und wir haben ja am Ende durch so einen Lockdown alle das gleiche Problem. Und dass wir so uns jetzt kennenlernen, also das ist eigentlich für mich das Schöne an dieser ganzen Situation, dass ich Menschen kennenlerne, die hätte ich wahrscheinlich so nicht kennengelernt. Ich habe damals auf der Bühne gesagt, und da hatte ich auch echt Tränen in den Augen, da war ich ein bisschen erschrocken über mich selbst, aber im Positiven, mir wird die Liebe meines Lebens genommen. Denn das, was ich tue, das liebe ich. Ich habe noch nie gearbeitet in meinem Leben. Ich glaube, jeder von euch brennt für das, was er tut. Und wir gucken nicht auf die Uhr. Und es gibt niemanden von uns, der sagt, du, ich muss noch 31 Tage arbeiten, dann gehe ich in Rente. Das wird niemand von uns passieren, weil wir einfach das, was wir machen, lieben. Und natürlich brauchen wir auch mal die Auszeiten und düsen mal durch die Welt und machen mal irgendwie Urlaub und mal den Kopf frei kriegen. Aber dann ist doch scheißegal, ob der Tag 8 Stunden hat, 10 Stunden oder 15 Stunden. Es muss fertig werden. Und dieser Gedankengang ist halt bei ganz vielen nicht und gerade bei der Politik überhaupt nicht. Da ist das überhaupt nicht so. Und ist eine verschiedene Struktur Mensch. Das ist einfach so. Die sind vom Kopf her ganz anders. Und Menschen, die, sag ich mal, kein Geldproblem haben, so wie unsere Politiker. Gestern hat, ich weiß gar nicht, wer das war, Ranga, ich weiß den Namen nicht genau, der war gestern bei Anne Will und hat gesagt, naja, die ganzen Beamten und alle, die jetzt ein 13. und vielleicht sogar ein 14. Monatsgehalt kriegen, die könnten doch mal auf das verzichten zum Wohle der Gemeinschaft, zum Wohle der Menschen, die halt durch diese Pandemie so hinten anstehen und gar nichts mehr haben. Ich kenne ganz viele, die überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Die haben keine Kohle mehr. Das ist halt schlimm. Und ich glaube, dass das bei uns immer so das Problem war in der Vergangenheit, naja, wir haben halt einfach gemacht. So, und das müssen wir halt für uns vom Bewusstsein, glaube ich, ändern und uns ein bisschen vernetzen und so eine Gespräche wie jetzt führen, um uns kennenzulernen und zu sagen, hey, am Ende haben wir das gleiche Problem. Wir sind, glaube ich, nicht die Typen, die irgendwo in einen Verein reingehen und irgendwie irgendwas machen. Aber irgendwie muss man eine Gemeinschaft bilden, um auch Ansprechpartner bei der Politik zu haben. Weil die Politik weiß, und das habe ich so kennengelernt,
ist so die Hilflosigkeit. Mit wem muss ich denn jetzt sprechen? Wer kann mir denn jetzt sagen? Weil die wissen nicht, wie Kino funktioniert. Die wissen nicht, wie Film produzieren funktioniert. Die wissen nicht, die haben da keine Ahnung von. Das sind oftmals vorher schon Beamte gewesen, die nicht kreativ arbeiten mussten, die jetzt irgendwie in die Politik gekommen sind und da, sage ich mal, drinbleiben wollen, weil es ja ein sehr angenehmes Leben ist. Wenn du das Verhalten da im Bundestag siehst, das ist... Also ich würde kaputt gehen daran. Und das ist ein anderer Schlag Mensch. Und da müssen wir halt als Kreativköpfe dieser Nation, das Land der Dichter und Denker, ich meine, das ist Deutschland, das ist das, was wir brauchen. Die Menschen gehen ja tagsüber arbeiten, um dann abends im Kino einen Film zu genießen und um, was ihr vorhin gesagt habt, das Erlebnis zu haben. Ich war mal damals bei 50 Shades of Grey, musste ich mit meiner Freundin damals ins Kino und es waren gefühlt 600 Frauen und ich, das war das Erlebnis meines Lebens, weil ich habe halt an Situationen gelacht, wo ich gedacht habe, Scheiße, was hast du jetzt gemacht? Und die Frauen halt andersrum gesagt, warum machen die denn jetzt? Das ist ein Erlebnis, das hast du ja nicht zu Hause, wenn du vorm Fernseher sitzt. Das wird auch immer so bleiben. Also, und das müssen wir uns bewahren und da müssen wir verkämpfen und müssen wirklich in Berlin gewissen Leuten regelmäßig gegen das Bein treten und sagen, Freunde, das, was ihr hier macht, also das, was ihr am Anfang gemacht habt, das muss man ja auch so sagen, wir können ja von Glück reden, dass wir in Deutschland leben. Ich war im März, war ich in den USA, in New York. Ich habe mit meinem Sohn, der ist 25, wir haben so einen Roadtrip durch Amerika gemacht und ich habe zugesehen, dass ich da ganz schnell wegkomme. Also das war echt abenteuerlich. Wir können echt froh sein, dass Deutschland so reagiert hat, wie sie reagiert haben. Aber jetzt, nach 9 Monaten, der Sommer, also das ist unfassbar, was da passiert ist. Christian Pfeil, du als Kämpfer fürs Kino, meinst du, wir brauchen einen besseren Zusammenschluss der Filmschaffenden oder gar eine Gewerkschaft für alle Kulturschaffenden? Und geht sowas in Deutschland? Ich glaube, wir haben uns schon die letzten 30 Jahre nicht als alle zusammen begriffen. Das hat viel auch mit der amerikanischen Übermacht, gerade im Filmbereich, zu tun, wo sich wirklich die Leute nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gönnen, wo sich irgendwie die Major Companies, wo die einfach Filme gestartet haben und den Kinos verboten haben, den Film von einer anderen Major Company irgendwie in der Preview mit reinzunehmen und sowas, was niemandem Geld wegnimmt, also der Company, nur dem Kinobetreiber. Und in solchen Situationen sind wir schon ständig gescheitert. Wir haben auch, als vorhin das Problem war, wie Kultur und Film und Kino in Frankreich wahrgenommen wird und wie es hier wahrgenommen wird, ist natürlich auch so ein Ding, Filmproduzenten haben sehr, sehr wenig mit Kino ernsthaft zu tun gehabt, was man auch darin merkt, dass Kino einfach im Film, im deutschen Film und im deutschen Fernsehen nicht vorkommt als Ort. Es gibt, also wenn in französischen Filmen, in amerikanischen Filmen gehen die Leute ins Kino, die kommen aus dem Kino. Diese in der Narration findet es in Deutschland auch gar nicht statt, weil wir, das hat auch viel mit den Förderstrukturen zu tun, weil wir uns gar nicht als gemeinsame Branche begreifen. Das wird uns jetzt gerade mal so klar, wenn die Produzenten dann irgendwann in der Situation sind, dass sie dann nur noch mit Amazon, Netflix oder dem ZDF verhandeln und sie überhaupt nichts mehr an Mitsprache haben, wenn wir nicht mehr da wären. Weil bei uns gibt es zählbare Besucher. Bei uns gibt es einen zählbaren Erfolg. Bei Netflix gibt es Summe X für deinen Film und dann war's das. Und bei uns gibt es aber immer noch einen Spaß, wo es nach oben offen ist. Wenn man so wie Christian Becker erfolgreiche Filme macht, dann wird man es irgendwann auch merken. Und das haben wir über die letzten Jahre einfach noch nicht verstanden. Es ist, selbst bei uns im Kino ist es so, es gibt 2 Kinoverbände, beziehungsweise eigentlich 3 mit den Kommunalen zusammen und alle erzählen sie irgendwas anderes und alle müssen, haben sie auch andere Interessen. Also wenn der Hauptverband der Filmtheater sich an die Politik wendet, dann vertreten die nur hauptsächlich die Interessen der großen Kinoketten, die alle irgendwie zu multinationalen Kinokonzernen gehören. Und wir haben ein ganz anderes Interesse und wollen damit auch nicht in einem Atemzug genannt werden, weil wir sind was anderes als Entertainment-Tempel und so. Also das ist ganz, ganz schwierig. Es hat viel auch mit unserer Individualität zu tun. Also dass wir auch vieles ist schön individuell, aber manches ist natürlich auch verspult individuell und nutzt uns dann nichts in einem gemeinsamen Auftreten. Frage wie Thorsten, das sieht irgendwie auch der Verband der Filmverleiher und die AG Verleih, die kommen ja auch ganz, ganz schwer zusammen, obwohl sie eigentlich theoretisch das gleiche Geschäftsmodell haben
Und jetzt noch den Schritt zu machen, mit den Kreativen zusammen mal aufzutreten, es wäre wichtig, aber das haben wir einfach die letzten 30 Jahre schon nicht gelernt. Krisen machen ja bekanntlich auch erfinderisch. Christian, in der ehemaligen DDR gab es so eine Art Multifunktionsarenen, also sogenannte Kulturhäuser. Ist sowas vielleicht auch eine Option für dich? Und welche anderen Geschäftsfelder sind dir denn während der Corona-Krise noch in den Sinn gekommen? Wir sind relativ wach und gucken uns an, was jetzt gerade so auf dem Markt passiert. Also wir stellen fest, dass die Multiplex-Betreiber in viel größeren Schwierigkeiten noch sind als wir, weil die eben nur am Produkt hängen und noch viel weniger am Ort. Unsere Orte sind so, dass die Leute was mit dem Ort verbinden und sie dann uns in dem Programm folgen, während so ein Multiplex einfach nur abhängig von der Content-Belieferung ist. Da wird sich sicher auch was verändern. Ich habe da auch aktuell eher Sorge, dass da noch ein schlimmeres Wegbeißen passieren wird, weil eben alle am Ende der Krise mit dem Rücken an der Wand stehen. Werden sich denn 2021 nicht die Filme auch ein Stück weit kannibalisieren und nicht nur normal miteinander im Wettbewerb treten, sondern sehr schnell auch von der Bildfläche verschwinden? Unbedingt. Das wird hundertprozentig passieren, weil wie Thorsten auch sagt, Film wird nicht jünger, wenn er rumliegt. Also, und dann werden wir mit geringen Kapazitäten noch mehr Filme gegeneinander starten. Und es gibt einfach schon an der Stelle viel zu wenig Kommunikation auf Augenhöhe. Weil jeder denkt dann eben doch, dass er irgendwie die Spur cleverer ist als der andere und am Ende verlieren wir alle. Also ich glaube, dass wir, wenn die Krise genug Spuren hinterlassen hat, dass wir irgendwann mal anfangen, auf Augenhöhe miteinander zu reden. Das würde mich sehr, sehr freuen. Weil es gibt ganz, ganz vieles, was schon vor der Krise im Argen lag. Wenn ich an die so vielen Filmstarts denke, die nur aus Fördergründen gestartet wurden und nicht aus, weil sie wirklich ins Kino gehört haben. Das ist die Frage, ne? Da gäbe es eine ganze Menge ernsthaften Gesprächsbedarfs. Und ich denke an so Sachen, dass man das im Kino vielleicht auch mal darüber redet, ob man so wie eine erste und zweite Liga einführt. Dass einfach so klar ist, welches Produkt ist eigentlich für welchen Raum wirklich und was hat der wirklich mit dem Raum vor? Dann hat eine Produktion, die irgendwie mit 200 oder 500.000 P&A rausgeht, ist was anderes als ein kleiner Festivalfilm, der überhaupt keine Herausbringungskosten hat. Die haben alle ihre Berechtigungen, aber die müssen einem anderen wirtschaftlichen Modell folgen. Dann kann ich irgendwie da immer das Gleiche machen, nur ohne Geld oder und sowas. Wir werden am Ende erstmal dastehen und Scherben zusammenkehren müssen. Und dann werden wir auch den Leuten wieder neu beibringen müssen, ins Kino zu gehen. Also die Chance haben wir tatsächlich vertan, also hat die Politik für uns vertan, den eigentlich sicheren Ort Kino offen zu lassen, aber irgendwie schwierigere Orte wie Kirchen oder Restaurants zu schließen, aber Kino offen zu lassen. Das wäre ein super Signal in Richtung Kulturpolitik gewesen. Mhm. Kinos und Theater bleiben auf. Weil man guckt in eine Richtung, man singt sich nicht an, man schreit sich nicht an und man hat vernünftige Lüftungsanlagen und man steckt sich auch nicht an. Mhm. Aber diesem Weg wollte ja die Politik nicht folgen. Das wäre super gewesen und deswegen werden wir auf null zurückgeworfen, wenn wir irgendwann wieder aufmachen. Die Leute werden sich an sehr viel gewöhnt haben, damit meine ich nicht Streaming, sondern sie werden sich an Angst vor Menschengruppen gewöhnt haben. Und da möchte ich auch gerne einhaken und Christian Becker fragen, werden in Deutschland vielleicht zu viele Filme produziert? Es ist immer die gleiche Frage, wer soll das entscheiden, ob zu viele produziert werden? Und dasselbe stellt sich bei der Vergabe von Fördermitteln. Es ist nicht genug Geld dafür, eine Automatismusförderung. Es gibt einige Förderungen, die kann man beantragen, aber und man kriegt es automatisch zugesprochen, aber die meisten entfallen auf ein Gremium. Und dann heißt es immer, ja, man sollte mehr kommerzielle Filme fördern. Aber wenn wir nur kommerzielle Filme fördern, dann verlieren wir den Arthouse-Bereich und den kleinen Film, der künstlerische Film. Hm. Und ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, es darf nur die eine Art von Film geben. Und es gab so vor 10 Jahren die Tendenz, als das Fernsehen plötzlich keine Filme mehr gemacht hat, keine Spielfilme, ProSieben, Sat.1 und RTL sind rausgegangen. Dann kamen ganz viele Filme, wo man das Gefühl hatte, das sind bessere Fernsehfilme. Die wurden versucht, ins Kino zu bringen.
Aber auf der anderen Seite, ich glaube, da kann man nur an die Verantwortung eines jeden Produzenten und Filmemachers appellieren. Bei Filmen geht es um so viel Geld und um so viel Verantwortung, dass er die Filme macht man nicht für sich, sondern die macht man für ein Publikum und ein Publikum zu erreichen. Und es gibt Filme, die machen Kollegen wie früher Klaus Wöbke mit Crazy Sommersturm, die ich niemals hätte machen können. Auf der anderen Seite hätten die auch niemals sowas Verrücktes wie Wiki oder sowas damals angegangen. Mhm. Und ich glaube, das macht aber auch die Vielfalt unserer Produktionslandschaft aus, dass ein Peter Rommel in Berlin ganz andere Art von Filme produziert, wie wir hier in München. Und manchmal kommt es einem zu viel vor, aber ich glaube, wer soll das jetzt entscheiden, ob was zu viel ist? Ich würde gerne noch was da zu dem Thema sagen. Ich gehe eher davon aus, dass wir auch noch 20-30% Auswertung verlieren werden. Also es werden jetzt mit Überförderung ein paar Kinos am Leben erhalten, aber es werden einfach sehr, sehr viele verschwinden. Und ich weiß noch nicht, wie das ausgeht, wenn beispielsweise bei den großen Kinoketten die Shareholder irgendwann mal begreifen oder glauben zu begreifen, dass Kino keine Zukunft mehr hat und dann ist plötzlich so eine Kinokette komplett weg. Also so, und dann fließt nicht mehr genug Geld in die Verleihlandschaft und auch Produktionslandschaft über diesen Weg zurück. Das hat irgendwie noch, das wird ziemliche Folgen oder kann noch ziemliche Folgen haben, die wir aktuell noch gar nicht absehen können. Also ich glaube, dass wir nur möglichst viele Filme drehen müssen, um Vielfalt aufrecht zu erhalten. So, ich halte auch nichts davon, dass wir irgendwie so sagen, ja, es muss alles irgendwie, alles, was ich nicht verstehe, ist irgendwie Arthouse. Nee, Arthouse hat trotzdem auch eine Zielgruppe. Also so, und da müssen wir irgendwie da können wir auch dran arbeiten. Das bedeutet nicht, dass man wenig Kunst machen muss. Man muss nur trotzdem einen wirtschaftlich funktionsfähiges Produkt haben und das darf dann auch gerne mit sehr viel Kunst gemacht werden. So, also ich würde mir im Mainstream sehr viel mehr Mut zur Kunst wünschen und im Arthouse sehr viel mehr Mut zur Wirtschaftlichkeit. Du meinst also, Filmschaffende müssen inhaltliche und wirtschaftliche Gesichtspunkte im Blick haben. Habt ihr denn den Eindruck, dass so ein marktorientierter Blick auch in der Ausbildung vermittelt wird? Also die Filmhochschüler, die Filmschaffenden und so, die werden schon so ausgebildet, dass sie das Ganze schon im Ansatz umreißen können. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass jetzt keiner weiß, was später passieren wird, welche Arbeitgeber überleben. Es wird im Moment so viel gedreht durch die Streamer, es kommen immer mehr Streamer, dass natürlich für viele der Reiz groß ist, sich auf eine große Fernsehserie zu verpflichten. Und dann haben sie ein Jahr ausgesorgt und dadurch dann auch der klassische Kinofilm verschwinden wird. Wir merken es in Bezug auf Regisseure und Autoren und so, die mögen zwar alle Kinos, also Kinofilme, aber die Sache, eine große Fernsehserie zu konzipieren, zu machen, zu schreiben und dafür auch bezahlt zu werden, die Verlockung ist halt sehr groß. Mhm. Und ist nicht so steinig, der Weg. Mhm. Weil das Geld, wird's auf einmal gibt es das und man muss nicht durch die verschiedenen Förderungen gehen und sowas. Und was wir aber auch merken, der mittlere Film verschwindet. Mhm. Der Film, der früher 500 bis 800.000 Besucher gemacht hat, diese mittelgroßen, kleineren Komödien. Und es ist so, durch die große Konkurrenz muss es jetzt entweder etwas sein, was die Leute wirklich ins Kino zieht, oder halt der künstlerische Film, der Arthouse-Film, aber so diese normalen Komödien, Blödelkomödien oder sonst was, egal ob es jetzt wichtig war dass, oder nicht, ob es die gab, die verschwinden. Hm. Weil die alle sagen, das gehört doch dann eher zum Streamer. Die Frage an Thorsten, was machen denn die anderen Länder da besser? Sind wir nicht genug vernetzt in Deutschland? Also die Brücke zur Vernetzung nochmal zu schlagen.
Es ist ja nicht so, dass wir nicht schon organisiert wären. Also es gibt, wie Christian auch sagt, 2 Kinoverbände oder schon 3. Es gibt 2 Verleiherverbände. Es gibt jede Menge Produzentenverbände. Und natürlich waren die jetzt in den letzten, also schon seit dem ersten Lockdown noch sehr aktiv. Und ich glaube, wer am erfolgreichsten war, ist der Verband, wo Christian Mitglied ist, nämlich in der AG Kino. Die haben für ihre Kinos, sagen wir mal, sehr viel erreicht, auch finanzielle Unterstützung. Was sozusagen noch optimiert werden kann, ist die Vernetzung mit anderen Kulturorten, die so bisher nicht im Mittelpunkt stand. Und da, weil wahrscheinlich auch man zu spät gemerkt hat, dass wir ja alle da quasi jetzt geschlossen werden. Also diese Niederlage, dass allen Ernstes Gottesdienste weiter mitmachen dürfen, obwohl es wirklich Super-Spreading-Events waren, und die Kinos und Theater und andere Einrichtungen geschlossen sind, das ist uns ja erst jetzt in dieser Dimension klar geworden. Ja, das war ja beim ersten Lockdown noch nicht, da waren ja die Kirchen noch zu und die Moscheen. Und dass jetzt dieser Unterschied gemacht wird und diese völlig absurde Ungerechtigkeit, die an der Stelle ist, anders kann man es ja nicht ausdrücken, macht einfach keinen Sinn. Das hat wahrscheinlich keiner erwartet. Und das wäre jetzt eigentlich ein Anlass, sagen wir mal, genau zu Leuten wie Dirk und Denise eine größere Verbindung zu haben, als sie es vorher gab. Und vorher gab es natürlich vor allem die Interessen der Kinos, der Verleiher, Produzenten. Und wir haben zu wenig auf den Kulturort, Kulturwirtschaftsort Kino geachtet. Und der ist natürlich genauso in Gefahr wie andere Orte auch, wie die Konzerthalle, wie ein Theater. Und da muss man, glaube ich, noch mehr ansetzen in Zukunft, weil diese Stellung, die in Deutschland diese Orte haben, die unterscheidet sich eben zu anderen Ländern. Und da sind wir eben bei deiner Frage mit Frankreich. Und auch jetzt UK macht jetzt auf, obwohl die vielen anderen Mist gemacht haben, glaube ich. Belgien sind die Kinos wieder auf. Ich denke, dass da nicht nur die Theater, nicht nur die Kinos wieder auf sind, sondern wahrscheinlich auch dann die Theater aufmachen dürfen. Und da sollte man in Zukunft noch mehr machen, obwohl ich auch glaube, dass es da wahrscheinlich schon irgendwelche Gremien gibt. Es gibt irgendwie sowas wie den Kulturrat und andere Institutionen. Ich habe jetzt wenig von denen gehört. So, aber da hätte ein größerer Aufschrei sein müssen, als es im Oktober darum ging, welche Schließungen ab November stattfinden werden. Und da wird man in Zukunft einen anderen Hebel umlegen müssen, dass klar ist, dass diese Orte nicht einfach so schnell geschlossen werden können. Denise, wie ist denn die Resonanz der Film- und Kulturschaffenden? Also wir haben tatsächlich eine Umfrage direkt gestartet, auch leider erst spät, halt jetzt im November. Und tatsächlich, die Resonanz ist wirklich, ich sag mal, schlecht. Also hin zum Netzwerk, ja, hin dazu, dass wir alle gemeinsam zusammentun. Also hier kam ja heute auch schon der Gedanke auf wegen Gewerkschaft, weil wir zum Beispiel sowas ja auch nicht haben. Aber eigentlich wäre es ja ratsam, wenn wir einfach eine einheitliche Regelung haben. Und ja, die Resonanz war tatsächlich dahingehend, dass die eigentlich alle durch die Bank weggesagt haben, ob das jetzt der Filmschaffende war, ob das der Musiker war, egal welche Gewerke. Denen geht es schlecht. Sie sehen es genauso auch, ne, dass Gottesdienste zum Beispiel vorgezogen werden, aber Kultur- und Kreativwirtschaft darf sich da auch noch mal hinten anstellen, bis sie überhaupt mal irgendwie angehört werden. Und dass wir komplett hinten übergekippt werden. Und der Drang ist eigentlich da. Also die Umfrage ist jetzt echt dahingehend gewesen, ob man von der, also wir hatten halt auch gefragt, ob die sich von der Politik wahrgenommen fühlen. Kann ich eigentlich schon so runterschreiben, es war ein Bruchteil, der gesagt hat, ja, und der das hat gesagt, nein, überhaupt gar nicht. Wichtig ist aber, dass die Verbände sich halt zusammentun und dass die zusammen agieren aus den einzelnen Teilbereichen. Ja? Also ich glaube, nur so haben wir auch eine Chance, dahingehend in die Zukunft alle positiv blicken zu können und da auch wirklich was zu erreichen, weil sonst sehe ich echt schwarz. Ich glaube, wir haben noch ziemlich viel zu lernen, aber ich glaube auch, unsere Zeit ist knapp bemessen. Dirk hat es ja vorhin auch gesagt, ich meine, das Jahr ist jetzt um und was haben eigentlich, also nur, was ist passiert, was haben wir bis jetzt so geschafft? Weil es reicht nicht, dass sich zwei Leute vorne hinstellen und sagen, so, wir machen jetzt hier was und der Rest sagt, naja, so nach dem Motto, macht mal, ich freue mich dann, wenn es auch für mich klappt, sondern wirklich jeder muss sich eigentlich jetzt mal erheben und mitwirken, das ist eigentlich das Wichtige.
Wie stellt ihr euch die Zukunft in eurer Situation für euer Business vor? Wo wollt ihr hin? Mhm. Ich wäre gerne die Nummer 24. Die Nummer 24, es gibt im Bundestag 23 Ausschüsse. Es gibt einen Tourismusausschuss und jeder Ausschuss ist einem Ministerium zugeordnet. Wie wir aber wissen, gibt es kein Tourismusministerium. Das heißt, wenn ich jetzt, es gibt zwar einen Kultur- und Medienausschuss in der Bundesregierung, aber wenn ich da auf Termine gucke, dann ist das, da gibt es keine Termine. Es gibt keine Termine im Kultur- und Medienausschuss. Und das Problem in Deutschland ist, und da muss man einfach auch mal drüber nachdenken, es gibt eine Kulturstaatsministerin, die für die Theater und alles, was gefördert ist, von vornherein zuständig ist. Die geben aber gerne ab in die Länder, weil die einzelnen Kommunen sind dann wieder vor Ort zuständig. Das heißt, diese Hierarchie, diese Pyramide, die da ist, die macht uns das Leben verdammt schwer, weil die Bundesregierung schiebt es ab in die Länder und die Länder, naja, das wissen wir alle, das dauert halt alles ein bisschen. Das heißt, da müssen wir wirklich gucken und das ist mein Anspruch zumindest, einen Ausschuss zu haben im Bundestag und dort sich mindestens quartalsmäßig zu treffen und auszutauschen, weil eins ist auch klar, die nächste Pandemie kommt irgendwann und dann sollten wir vorbereitet sein und wir sollten aus dem, was jetzt passiert, lernen und wir gemeinsam sollten einen Schulterschluss machen, weil nochmal, wenn jemand weiß, jemand professionell auch das, also wir sorgen ja dafür, dass die Leute zu Hause nicht durchdrehen. Wir sorgen ja dafür, dass die Menschen nicht auf dumme Gedanken kommen, dass die Suizidraten nicht hochgehen und so weiter, dass die Menschen Abwechslung haben und gerade in dieser Jahreszeit, also da brauchen wir das ja. Ich war froh, als es ausgebrochen ist im März, da habe ich gesagt, naja gut, jetzt gehen wir in die Sommermonate rein, da kann man sich draußen aufhalten und so weiter. Das ist jetzt anders so. Es wird um 16 Uhr dunkel. Die Leute sitzen zu Hause, sie können nicht rausgehen. Und im Kino, also das mit den Kirchen, das ist also für mich auch völlig unverständlich, wenn man sich dann wieder auf Gesetze beruft und aufs BGB und sagt, Religionsfreiheit und so weiter. Ja, sorry, aber da muss man auch mal ein bisschen an die Menschlichkeit appellieren und wirklich daran appellieren, dass man halt dass man da halt wirklich den Menschen Abwechslung gibt. Und Denise, du hast vorhin gerade gesagt, ein Bekannter von dir baut jetzt Särge. Ein Freund von mir ist Bestatter. Ich weiß nicht, ob er schon mal irgendwo im Fernsehen diesen Sarg gesehen hat, wo Veranstaltungswirtschaft und Kultur draufsteht. Der steht bei mir hinten in der Halle. Das war meine Idee, irgendwann im Mai oder so, so einen Sarg durch die Gegend zu fahren. Völlig bescheuert eigentlich. Aber er hat es halt medial irgendwie in alle großen Sendungen geschafft. Aber auch bei Beerdigungen werden keine teuren Särge mehr genommen, weil ja niemand mehr zu einer Beerdigung geht. Das heißt, die ganzen Angehörigen sparen da und also das ist halt eine Kettenreaktion, die da passiert. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall in Kontakt bleiben, schauen, dass wir Lobbyarbeit in Berlin machen, dass wir wirklich den Politikern regelmäßig gegens Bein treten und einfach auf uns aufmerksam machen, weil wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass das Leben lebenswert ist. Christian Pfeil, was sagst du dazu? Was ist dein Statement so? Was können wir machen? Was sollen wir tun? Was ist unser Next Step zur Veränderung? Next Step zur Veränderung ist erstmal genau aufpassen, was ist eigentlich gerade passiert. Aber auf das Thema, was du vorhin gesagt hast, was passiert eigentlich mit unserem Nachwuchs, das in dem Fall mit aufzugreifen. Ich würde mir für meinen Bereich, also für den Bereich von Kino und auch von Postbereich, also Verleih und Verkaufen von diesem Produkt, da würde ich mir überhaupt erstmal eine Nachwuchsarbeit wünschen. Egal, wo die Leute herkommen, die ich bei mir einstelle, egal, was die für Ausbildung haben, die muss ich anfangen auszubilden, weil es das bei uns nicht gibt. Kein Mensch weiß genau, wie sowas gemacht wird. Es wird an den Hochschulen nicht ausgebildet. Das würde uns in so einer Krise auch helfen, eine kompetentere Stimme zu haben, wenn wir mit der Politik umgehen, wenn wir irgendwo universitär oder an Filmhochschulen mit eingebunden wären, mit Ausbildung zum Kinobetrieb, und zum Verkaufen, also Verleihen von Filmen, egal in welcher, ob man das am Ende auf Streamer schiebt, ob man das ins Kino schiebt, ob das ins Fernsehen geht, das wird nicht ausgebildet. Die Leute lernen, wie man Filme produziert, aber damit hört es halt eben nicht auf, sondern damit fängt erst vieles an und auch sehr, sehr viel Schönes. Das ist auch ein Unterschied zu Frankreich, da wird das nämlich ausgebildet. Und da sind die Leute auch die ganze Zeit miteinander in Kontakt und müssen nicht erst jetzt miteinander anfangen, in Kontakt zu treten. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass wir da am Ball bleiben, in einem wirklichen Austausch und am Ende das alles schöner machen. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht in den Zustand kommen, wie ihn Thorsten vorhin beschrieben hat, dass Kino nur so was Museales hat und irgendwie komplett subventioniert wird und dann schrecklich. Ich möchte gerne, dass wir ein wirtschaftlicher Teil bleiben, auch mit Arthouse-Kino und auch mit Filmkunst-Kino. Und wenn ich dazu in der Zwischenzeit noch ein paar Multiplexe retten muss, wäre ich da auch dabei. Also ich glaube, der Vorteil ist, dass sozusagen dieses Filmproduktionsgeschäft schon immer
eine weltfremde Blase war und das Fernsehgeschäft und es deshalb immer Einschneidungen gibt und Zurücksetzungen, aber das wird irgendwie weiter funktionieren in der Zukunft. Und man hat gemerkt, wie schnell das funktionierte und eben wurde es auch gesagt, wir sind alle eigentlich mittlerweile Spezialisten in Eindämmen, in Erkennung von Abläufen mit Ansteckungen, mit Leute auseinanderhalten. Das heißt, wir können da sehr flexibel reagieren und haben da noch den großen Vorteil gegenüber anderen Branchen, wo Leute zusammen in einer Fabrik stehen, am Fließband oder so, dass wir es alles so ein bisschen auseinanderziehen können. Da muss man sich jetzt nicht so die großen Gedanken machen, wie wir uns alle Gedanken machen über die Musikerbranche, über die Veranstaltung, die Kultur, die Theater. Da ist es viel, viel kritischer, was da passiert und wie man da helfen kann. Auf einem Konzert war ich seitdem noch nicht. Und da wissen wir alle nicht, wie sowas mit Schnelltests oder so, gab es ja auch so Ideen, in der Zukunft passieren kann während so einer Pandemie. Also ich glaube, wir müssen bei uns selber, jeder Einzelne natürlich anfangen und uns bewusst sein, wie viel Mehrwert wir eigentlich der Gesellschaft geben mit dem, was wir tun, mit unserer Leidenschaft und mit unserer Begeisterung und dass sich einfach so eine tollen zufälligen Begebenheiten durch die Pandemie erst ermöglicht haben. Wir müssen uns auch, glaube ich, alle darauf konzentrieren, Lobbyarbeit zu leisten, auch wenn Lobbyarbeit für uns, für einige natürlich immer so ein bisschen uncool ist. Aber da geht es ja nur darum, auch den Horizont bei den Menschen zu erweitern, die im Endeffekt über unsere Existenzen entscheiden. Wir sind das Kulturgut dieses Landes und wir bringen Menschen dazu, dass man das Leben genießen kann. Also es gibt doch nichts Schöneres, als vielleicht bei dir, Christian, nicht mit Popcorn im Kino zu sitzen, aber du weißt, was ich meine, das einfach zu genießen, dieses Gemeinschaftserlebnis zu haben. Und jeder von uns will auch irgendwann wieder vor einer Bühne stehen, schwitzend irgendeinen Song mitsingen und das Bier vom Nachbarn greifen, weil es einfach geil ist. Das fehlt uns ja allen. Und da müssen wir hin, dass das wirklich nicht kippt in Deutschland und dass man wirklich nicht so eine Querdenker-Demos hat. Das ist ganz schlimm, was da passiert. Und das ist, glaube ich, erst der Anfang. Und da müssen wir gegensteuern. Und das ist, sage ich mal, einerseits natürlich eure Aufgabe, Filme zu produzieren, Menschen auf eine Reise mitzunehmen und mal 2 Stunden abschalten zu lassen. Und unser Job ist es da, gemeinschaftlich, sage ich mal, einen Schulterschluss zu machen, ein Büro in Berlin zu haben und wirklich regelmäßig mit den Abgeordneten zu sprechen. Und ich meine das wirklich voll ernst. Ich will die Nummer 24 sein. Ich will einen Ausschuss haben im Bundestag. Wenn ihr mal guckt auf der Seite vom Bundestag, was es für Ausschüsse gibt, dann ist es sträflich, dass es für unseren Bereich, wo, wenn man das alles mal zusammenzählt, wie viele Millionen Menschen da arbeiten, vielleicht im nächsten Step, wenn man Politik nicht verändern kann, dann muss man Politik machen. Dann muss man halt eine Partei gründen. Also es gibt Parteien wie die Grünen, wie die Linken, wie die AfD, die haben sich wegen anderer Sachen gegründet. Und das sind alles so Überlegungen, die da im Kopf drin sind, wo man halt wirklich gucken muss, dass man ganz viele Menschenleben auch rettet. Also das meine ich mit Perspektiven schaffen. Wozu ist dieser Raum Kino überhaupt da? Was wollen wir eigentlich erzählen und wie wollen wir, irgendwie machen wir alle unsere Jobs, weil wir denken, dass wir damit die Welt ein bisschen schöner machen. Und die Bevorzugung der Kirchen jetzt im letzten Lockdown lässt mich ja wirklich ein bisschen an der Säkularität unseres Systems zweifeln. Deswegen, ich würde uns gerne auch, da bin ich ein bisschen bei Dirk, ich würde uns gerne wichtiger machen in der Politik. Dass wir eben nicht immer nur unter ferner liefen. Es gibt halt auch irgendwie die Kultur, die geht schon irgendwie weiter. Irgendwie machen die das schon zum Preis der Selbstausbeutung und oder. Dass wir da einen größeren Schellenwert bekommen, das wäre schon auch wichtig, aber dazu gehört auch ein selbstbewusstes Auftreten und daran sollten wir ein bisschen weiter arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht immer nur von Kinokrisen reden und vom Kinosterben. Wir haben so viel in den letzten, seit ich Kino mache, reden wir über das Kinosterben und meine Kinos sind immer nur gewachsen. So. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich so besonders schlau bin, ich habe nämlich nichts gelernt und irgendwie, das ist, irgendwie wollen die Leute doch, was wir da machen. Die Leute kommen doch, wir müssen ihnen nur das anbieten. Ich möchte, dass wir eher konstruktiv darüber nachdenken, wie können wir dieses Gemeinschaftserlebnis Film einfach nur wieder noch größer machen und in die Zukunft bringen. Ich glaube, da sind wir auch alle gefordert,
die Jugend und die Kinder dahin zu führen, um ihnen klarzumachen, dass Kino was Besonderes ist und nicht nur alles auf Netflix läuft oder sich Leute dann Filme auf sowas hier anschauen. Das geht ja gar nicht. Und ich merke das ja im eigenen Bekanntenkreis. Mein Zwillingsbruder schaut Filme auf dem Laptop. Und das geht ja gar nicht. Also Kinofilme, sowas wie die glorreichen Sieben oder so. Oder auf dem Handy. Und das ist so dieses Ganze, was Kino bedeutet und dieses Ganze, die Liebe, die wir reinstecken, geht in der, bei der jungen Generation ziemlich verloren, die das dann abgefilmt schauen, die es in einer schlechten Qualität auf dem Handy schauen, wenn wir das Glück haben, auf einem Tablet. Aber das muss man immer noch mal klar machen, was das Besondere ist an so einem Kino. Ich habe jetzt auch die Krise genutzt und habe eins meiner Kinos komplett umgebaut. So schick ist noch nie ein Kino von mir geworden, weil ich noch nie so viel Zeit hatte. Das ist mal was Positives. Thank you.